Ja, wie auch bei der Herleitung von der Produktregel habe ich hier eine kleine Erinnerung an die Tafel gepinnt. Am Anfang von dem Thema Ableiten ging es ja darum, die Steigung in einem Punkt herauszufinden. Man musste sich aber behelfen, durch die Formel y2 minus y1 durch x2 minus x1 die Steigung durch zwei Punkte, was ja gleichbedeutend erstmal war mit der, also halbwegs vernünftig, Sekantensteigung, die ja dann hinterher zur Tangentensteigung wurde, indem ich den Abstand von h immer mehr gegen 0 laufen ließ, bis wir dann irgendwann von Sekantensteigung bei der Tangentensteigung waren, also der Steigung in einem Punkt, gleichbedeutend dann mit der ersten Ableitung. Dieses Wissen braucht ihr hier für den Ansatz. Wir haben jetzt einen Quotienten u von x geteilt durch v von x und gehen über den Ansatz y2 minus y1 durch x2 minus x1 und lassen den Abstand h gegen 0 laufen. Und das wäre dann entsprechend meine erste Ableitung für diesen Ausdruck. Also Limes h gegen 0, das ist der Ausdruck y2, den ich herausbekomme, indem ich den zweiten x-Wert x plus h in die Funktion einsetze. Also überall da, wo ein x ist, ein x plus h rein. Minus dem ersten y-Wert, den ich herausbekomme, indem ich ein x einsetze. Da habe ich nicht so viel zu tun. Unten x2 minus x1 wäre ja nichts anderes als, ich schreibe es mal hin, der zweite x-Wert ist x plus h minus dem ersten x-Wert wäre x. X minus x ist weg, deshalb bleibt ja h übrig. Ich musste hier immer ein bisschen mogeln zwischendurch, damit ich alles auf ein Tafelbild bekommen konnte. Wir haben jetzt diesen Ausdruck hier und ich habe jetzt erstmal Folgendes gemacht. Wir haben ja hier oben diesen Ausdruck geteilt durch h und ich teile durch etwas, indem ich es mit dem Kehrwert mal nehme, mal 1 durch h. Und der obere Ausdruck, was habe ich hier gemacht? Ich habe praktisch aus der Bruchrechnung vielleicht noch bekannt gleichnamig gemacht, indem ich diesen Teil oben und unten mit v von x multipliziert habe und diesen Teil hier oben und unten mit v von x plus h multipliziert habe, sodass ich dann entsprechend alles auf einen Bruchstrich schreiben konnte, nämlich unten v von x plus h mal v von x und oben entsprechend den ersten Teil um v von x erweitert minus hier der zweite Teil mit v von x plus h erweitert. Der nächste Schritt ist jetzt wieder für viele der schwierigste, wie auch bei der Herleitung von der Produktregel. Ihr erkennt den ersten Teil und hier den zweiten Teil von oben und hier ist praktisch wieder dieser Einschub, wie zum Beispiel bei der quadratischen Ergänzung, der in erster Linie erstmal keinen Sinn macht, nämlich minus das plus das ist ja in sich erstmal 0. Entscheidend ist aber gleich, wie wir das entsprechend zuordnen und was dann passiert. Also was passiert jetzt durch diesen Ausschub? Guckt euch jetzt muss man praktisch hier so einen Cut machen, diesen Teil an, das heißt von diesem Einschub nehmen wir diesen linken Teil in Anführungsstrichen auf die linke Seite auch. Und hier erkennt man vielleicht jetzt, dass man v von x ausklammern kann, sodass u von x plus h minus u von x in eckigen Klammern übrig bleibt. Jetzt kommt eine dicke Notiz, da wundern sich viele immer, hier steht ja jetzt eigentlich ein Plus. Warum habe ich jetzt hier ein Minus stehen? Weil erstmal ist klar, u von x kann ich auf der rechten Seite hier ausklammern. Dann würde aber übrig bleiben v von x minus v von x plus h. Und gemäß dem, was ihr beim Anfang vom Thema Ableiten gelernt habt, brauchen wir da oben, das seht ihr gleich nochmal, den Ausdruck v von x plus h minus v von x. Deshalb klammere ich noch ein Minus mit aus. Dadurch, dass ich ein Minus mit ausklammere noch, wird aus Minus hier ein Plus. Deshalb habe ich das als erstes geschrieben. Dem Plus würde dann hier minus v von x werden. Und deshalb kommt dieser Ausdruck jetzt zustande. Das nächste, was ich gemacht habe, nicht, dass ihr euch erschreckt, ich habe das geteilt durch h, hier steht ja nichts anderes als mal 1 geteilt durch h, unter den Bruchstrich gezogen und das geteilt durch v von x plus h mal v von x rausgezogen als 1 durch entsprechend diesen Ausdruck. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Jetzt kommt das nächste Entscheidende. Ich habe hier diesen kompletten oberen Ausdruck geteilt durch h. Also kann ich im Prinzip auch schreiben, das geteilt durch h,
das geteilt durch h und das Paket geteilt durch h und alle einzelnen Pakete noch mit Limes h gegen 0. Also hätten wir dieses Paket mal dem Paket minus dem Paket mal dem hier. Und jetzt, da hat das Tafelbild nicht ganz ausgereicht, Limes h gegen 0 auch noch, dann müsst ihr euch dieses Paket noch hier vorstellen. Was passiert jetzt, wenn ihr jetzt den Grenzwert h gegen 0 bildet? Ich mache mal erstmal die einfachsten Ausdrücke. Limes h gegen 0 für v von x, da muss ich nicht viel machen, das ist v von x. Genauso bei Limes h gegen 0 u von x, bleibt u von x. Aber dieses Paket jetzt, was ihr hier seht, das ist genau der Ausdruck y2 minus y1 durch x2 minus x1 für eine Funktion u. Bei Limes h gegen 0 ergibt das die erste Ableitung u'. Genauso jetzt hier, und deshalb mussten wir hier mit dem Vorzeichen entsprechend spielen, dass wir jetzt v von x plus h minus v von x durch h stehen haben. Limes h gegen 0 ergibt in diesem Ausdruck wieder entsprechend die erste Ableitung von v. Und hier hinten haben wir ja noch stehen 1 geteilt durch v von x plus h mal v von x. Und wenn h zu 0 wird, haben wir v von x mal v von x. Und das ist nichts anderes als v von x hoch 2. Warum steht es jetzt hier unter dem Bruchstrich? Stellt euch vor, es hätte jetzt hier gestanden hinten dran mal 1 durch v von x hoch 2. Das ist genau das gleiche. Mal 1 durch, da kann ich es auch hier hinziehen. Und dann haben wir die Quotientenregel u' mal v minus u mal v' durch v².